Ducato Getriebe, das ist das Getriebe vom 2,5 Turbodiesel Ducato. Es wurde auch in vielen anderen Fahrzeugen verbaut. Wir wollen da mal reingucken. Hier schwebt es herum. So sieht es aus, wenn es ausgebaut ist. In diesem Film gehen wir auf das Getriebe ein. Wir gucken mal nach, wir gucken rein. Wir wollen mal sehen, wie es da drin aussieht. Wir gehen ins Detail und wir hoffen, ihr seid dabei. Ich dachte, jetzt rauscht der Vogel ab hier, aber ging noch mal gut. Auf geht's, ja? Sabbel nicht so viel. Los geht's. So, bevor wir loslegen zu arbeiten, ich habe jetzt im Moment mal einen anderen Mütz um, weil das ist ein bisschen wärmer dann oben von der Platte her gesehen. Wir reiben unsere Hände hier mit diesem, wo ist denn der Deckel? Hier haben wir immer ganz gute Erfahrungen mit, auch obwohl wir jetzt mehr und mehr Handschuhe tragen, nehmen wir hier so eine Erbse und reiben da die Hände mit ein. Das ist ganz gut, schön einmassieren. Das wird nachher auch trocken und somit können wir damit dann auch die Kamera bedienen. So, ja, heute geht es ums Getriebe. Wir bauen den hier runter, wir bauen den runter, wir bauen hier vorne das Blech weg. Diesen großen lassen wir dran. So, mit diesem hier, der war verdammt fest drin. Wir gehen ran. Und zwar ist das hier unser Ölmessstab. Und da mussten wir richtig hier zwischenkeilen, damit wir den rauskriegen. Das war richtig fest da drin. Das war ein bisschen doof. Und da müssen wir immer gucken, ne? Dass der hier in diesem Stäbchen, da soll er ein bisschen drüber liegen. Ne? Und das, den machen wir natürlich sauber. Stecken den da gleich wieder rein. Wir werden den mal drehen. Da haben wir das Getriebeöl abgelassen. Da waren wir gar nicht bei. Aha. Das ist ja interessant, aber hier ist ja noch eine Ablassschraube. Machen wir hier weiter. Nehmen wir den ab. Gegenüberliegend. Zack, und nicht runterfallen lassen. So, jetzt nehmen wir den Getriebedeckel ab. Zeigen. Also hier kommt das, da kommt das Lager, die Lagerschale raus. Was natürlich da, könnt ihr das sehen? Das, jetzt haben wir die Dinger gleich in der Hand. Ich mache mal ein Tuch fertig und ein bisschen Platz. Oh, aber nun. Wir haben unsere kleinen Montiereisen. So, hiermit geht das besser. Montiereisen ablegen. Und was kommt zum Vorschein? Ihr seht mehr als ich. Oh, da war eine Scheibe, da soll jetzt auch nichts reinfallen. So sieht das aus von innen. Hier kann man genau sehen, wie der Ölstand war. Stand. So rum ist er drin. Und das ist unser Ölmessstab. Und wenn wir jetzt hier gucken, so, hier können wir wunderbar sehen, wie weit das Öl drin gestanden hat. Und unser Ölmessstab, der ist jetzt genau drin. Ne? Und jetzt zoome ich euch mal ran. Da sind die beiden Markierungen. Also bis zur Markierung war immer genügend Öl drin. Ne? Und hier unten, hier, da waren die Späne. Ne? Da. Das hier unten. So, dann mal zur Seite mit dem. Also das ist das Differential. Nun heben wir den raus. Ich hoffe, ich kann den jetzt so hochheben. Ja, geht. Oh, der hat Gewicht. Und dorthin. Hier hat keine Dichtung gesessen. Das ist mit, ja, das Rote. Damit sind die Schrauben eingesetzt. Und das andere. Könnte wieder so eine Dichtmasse sein. Das ist unser Differential. Hier, mal sehen, ob ihr es sehen könnt. Könnt ihr die Riefen hier drin sehen? Hier sind so Riefen drin in dem Lager. Also in dieser Lagerschale, auch auf der anderen Seite hier. Und ich würde sagen, wir erneuern die beiden Lager. Ja, das ist das Differential, ja,
Und hier ist das schon aufgekörnt worden. Das Lager hier, das sitzt quasi hier drauf. Aber das lässt sich hier schon bewegen und dreht sich natürlich hier auf den Innenring. Das darf es nicht, und aus der Begründung heraus ist dieser Innenring hier auch schon so blank. Ja, auch. Und was wir hier mitmachen, das muss ich mal sehen. Oder ob wir ihn aufkleben. Draußen stürmt und weht es, nehmen wir diesen hier runter. Alle los, alle raus, alle ab. Oh, da kommt er schon. Das ging leicht. Oh, mitten über die Finger, ne? So sieht er aus. Da ist auch eine Dichtung. Brauchen wir auch. Und das muss der fünfte Gang sein. So, das ist das Getriebe. Oh, mach die Kamera kaum anfassen. Alles schwierig hier. Haben wir noch einen sauberen Finger. Schön ein Ding ins Laufen. Hier ist Gold drin, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, was das ist hier. Bronze. Jetzt spielen wir mal Motor. Diese Hand geht von hier rein, dreht hier die Welle quasi. Somit ist diese Hand ist jetzt mein Motorblock. Das hier ist der Fahrgast und hier wird geschaltet. Klack, habt ihr gesehen? Nochmal, jetzt ist die Schaltgabel hier ganz außen. Klack, einmal drin. Aber der dreht langsamer wie der. Jetzt ist er eingeschaltet, jetzt dreht er gleich. Damit uns jetzt hier kein Dreck reinkommt, packen wir das eben wieder so drauf. Mit zwei Schrauben. Wir wissen ja, dass wir da noch bei müssen. Nachdem wir jetzt wissen, wie der fünfte Gang funktioniert oder wie der da geschaltet wird, habe ich noch mal ein Anliegen. Wir haben ein Anliegen, und zwar in Bezug auf Computer. Habt ihr noch irgendwo ein Mac, ein Apple, ein Mac Air, ein MacBook oder ein iMac rumfliegen? Baujahr 2009 oder ja 10, 11, 12, so um diesen Dreh, vielleicht noch 13. Und ihr den entbehren könntet, wären wir sehr dankbar. Schickt uns so ein Ding zu, wenn ihr uns den überlassen könntet, weil daraus bauen wir unsere Rechner, um weitere Filme zu machen. Das wäre total lieb von euch. Wenn wir einen dabei haben, der wirklich gut funktioniert, schicken wir euch ein Schremper-T-Shirt, und zwar nach Wahl eurer Farbe. Also der Aufdruck ist weiß oder schwarz, aber das T-Shirt könnt ihr wählen oder vielleicht auch ein Hoodie. Das würden wir euch dann zukommen lassen, wenn der noch zu gebrauchen ist, der Rechner. Weil wir suchen im Moment noch neues Equipment, damit wir die Filme weitermachen können. Es wird immer enger. Tristan braucht was, um die Musik zu machen. Kathi macht auch Filme. Und die Rechner neu kaufen lohnt sich einfach nicht. Hier so eine kleine Frage am Rande. Weiter geht's. Jetzt geht's darum mit der Ölablassschraube. Eine zweite. Es sind immer zwei Ölablassschrauben dabei, aber da geht's jetzt weiter. Danke! Hier an dieser Stelle befindet sich noch eine zweite Ölablassschraube. Diese Ablassschraube hier, die geht hier in dieses Getriebe rein. Oh, geht gar nicht raus. Kann ja nicht. Da ist bestimmt auch Dreck dran. Oh, Satan! Meine Herren, ey! Oh. Da, seht ihr das? Die ist auch voll Dreck. Ne? Auch jede Menge Späne drauf. Das hier was. Da müssen nachher neue Ringe rein. Jetzt können wir den mal nach unten drehen, ob da noch was drin ist. Da ist unsere Schraube. Nehme ich die mal los. Ja, oh, da ist noch jede Menge Öl drin. Oh, schnell wieder rein. Das ist ja nicht mit einem kleinen Lappen getan. So, jetzt nochmal. Ich dachte, da wäre nur ein Schubs für diese Schraube drin, aber das war wohl nichts. Da läuft es hin, das Öl. So, zwecks Revision, wollen wir mal gucken, ob wir den da abnehmen können.
An so einem Ring, der hält das Ganze hier. Der ist auch verzahnt drauf. Du krümmt die. Oh nee, mitten in den Ölpott. Ey, das ist so typisch. Wisst ihr? So, da unten mal drin, ne? Oh. Da liegt da drin, ey. Der Pott, der kommt erstmal. So. Da wollen wir nämlich hier drunter eben gucken, ob das alles sauber ist. Aber es sieht alles gut aus. Hier unten ist ja die Bewegung drin. Da. Das ist ja unsere Welle. Und da habe ich kein Spiel. Nach oben und unten nicht. Und nach vor und zurück nicht. Und so auch nicht. Also das sitzt hier alles fest. Und dieser Ring ist, dieser Schaumstoffring hier, der ist auch wichtig. Und hier, dieser hier, der ist hier gelagert. Das ist unsere Kupplung, die wir gerade abgenommen haben. Und wir befinden uns hier in dieser Glocke quasi. Dieser Ring hier, der hier als Schutz sitzt, ja, den müssen wir uns erstmal bauen. So, diesen Ring wollen wir jetzt neu wieder herstellen. Der sitzt ja auf der Kupplung drauf. Wir haben hier noch Schaumstoff. Der ist ungefähr gleich. Der ist auch aus dem Dämmbereich. So, der Ring passt so ungefähr hier drauf. Und wenn wir den so zusammendrücken, müsste es funktionieren. Also drücken wir den so zusammen. Na siehst du, so schlecht ist der doch nicht geworden. Also, das Loch haben wir schon mal drin. Jetzt habe ich den da, wo ich den hinhaben wollte. Na, sieht aber nicht so vielversprechend aus. So, neuer Versuch mit Dremel. Vielleicht geht das. Da muss man aufpassen. Der haut zwischendurch immer ab. So, der ist zwar ein bisschen dicker hier, aber ich glaube, das schadet nicht. Vom Durchmesser her sollte es passen. Und den setzen wir da drauf. Das ist ja nur so ein Dreckring, ne? Aber den haben wir ja nicht. Also müssen wir ihn selber bauen. Und ich finde, der ist gar nicht so schlecht. Also hier ist man ein bisschen verruselt, aber macht ja nichts. Ist ja gut so. Hier setzen wir jetzt unseren neuen Ring, unseren selbstgebauten Ring drauf. Als Staubschutz. Und jetzt kommt das neue Ausrücklager da rein. Wir kommen zum Ausrücklager. Das ist das alte. Das ist das neue. Ist beides Valeo. Ja. Bevor ihr diesen drauf schiebt, macht ruhig hier auch ein bisschen Fett dran. Hier oben. In diese beiden Ecken. Weil da läuft ja diese Schieber hier, die hier. So sitzt die Klammer, einmal oben, einmal unten eingehakt. Hier ist eine Zentrierbuchse, die versuche ich von hinten jetzt rauszuschlagen, damit ich das hier alles besser sauber machen kann. Weil ich will hier nicht drauf rumdrücken und ich ticker jetzt da rein, dann kommt er da auch raus. Da ist er, da ist er. So, dieser Zentrierstift hat ja jetzt hier gesessen und ihr seht, wie viel Kleber da drin ist. Und nicht, dass wir nachher beim Zusammensetzen, dass sich dieser Kleber an dieser Kante, ja, der muss ja hundertprozentig zusammensitzen. Und man sieht hier an den verschiedenen Farben, dass das auch schon mal auseinander war. Aber der Stift nicht raus war, sonst wären ja hier keine zwei Farben. Das sind zwei unterschiedliche Dichtmittel. Ich denke, das eine ist so eine Art Loctite, das andere ist so eine Art Silikon. Ja,
Aber die müssen einmal raus, vernünftig sauber gemacht werden. Und dann muss es wieder zusammengesetzt werden. Weil wenn wir hier Dreck zwischen haben, das nicht hundertprozentig anliegt, haben wir das Problem, dass dieses Lager, was scheinbar sich hier auch schon ein bisschen mitgedreht hat, nicht hundertprozentig eingeklemmt ist. Deswegen müssen diese Flächen hier plan auf dem anderen liegen. Und deswegen nehmen wir die raus, machen die sauber und stecken die dann wieder rein. Beim Reinigen ziehe ich das mit der Klinge immer so ein bisschen vorsichtig ab. Ja. Bei diesen Flächen, wo so viel Kleber dran ist, kann man auch ruhig mal mit dem Messer beigehen und das Zeug rausholen. So, wir haben die Dichtflächen hier alle gereinigt. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. So, die sind wieder alle aufpoliert. Wir haben das mit so einem Schmirgelein gemacht, flach hingelegt, auf einer geraden Fläche, die möglichst gerade ist. Und dann haben wir ganz vorsichtig so abgeschliffen. Ja, damit kriegen wir die so ein bisschen plan und ein bisschen sauber. Neue Dichtung drauf. Und die schrauben wir erstmal nur lose von Hand drauf. Wir springen hier nochmal rein, ganz kurz, ja, bedanken uns nochmal bei dem Christopher, der uns einen netten großen Betrag überwiesen hat und auch an den Michael, der immer wieder überwiesen hat und an diese beiden Spender, ja, ganz herzlichen Dank. Weiter geht's. An dieser Stelle bei dem Lager, hier befindet sich eigentlich noch eine Scheibe, eine Distanzscheibe, damit dies hier genau in der Mitte ist und damit die hier auch den richtigen Druck haben, damit die da drauf sitzen. Damit kann man dieses Zahnrad genau mittig positionieren, damit das hier nicht an den Kanten schleift. Da haben wir hier nichts gefunden. Also hier habe ich überhaupt keine Scheibe gefunden, auch nicht beim Auseinanderbauen. Und wenn ich das jetzt provisorisch zusammenbaue, hier mit zwei Schrauben und hier auch, habe ich hier auch kein Spiel hin und her. Also es läuft gut. Also werden die Distanzscheiben das irgendwie wohl mit diesen Platten gelöst haben. Weil da ist eigentlich eine Scheibe, die ist bestimmt so 4 mm dick. Und das kann nicht sein. Also, und dass ich den drehen kann, ist auch doof. Aber das hängt damit zusammen, dass von oben noch keine Platte drauf ist. Hier können wir nochmal diese Macken sehen, die hier drauf sind. Ja, so ein paar kleine Einkerbungen. Hier sehen wir das Zahnrad. Und da sehen wir wenig Macken drauf. Wir haben das jetzt alles durchgereinigt und hier oben, da sehen wir unsere Dichtflächen. Da bei den Dichtflächen ist es wichtig, dass hier die Zentrierstifte ganz bis zur Kante sauber sind. Dass man da also wirklich, dass wir hier an den Kanten nichts überstehen haben bei den Zentrierstiften, dass hier nachher irgendwas auf der Dichtfläche liegt, was dann später die Dichtfläche etwas erhöhen lässt. Ne? Also weil da kommt ja nur Dichtmasse rein. An dieser Stelle. Wir wollen mal versuchen, den hier runter zu hebeln. Wir haben ein neues Lager. Hier sind unsere Dichtringe, hier ist unsere Lagerschale. Es ist ein bisschen, wir haben hier unsere guten Montiereisen. Und da kommen wir genau drunter. Das passt. Hier könnt ihr jetzt genau sehen, wo wir die Hebelstangen angesetzt haben. Und zwar genau auf den unteren Lagerring. Immer ein bisschen nachrücken. Da ist es. Siehst du? Da haben wir den Vogel. Also diese hellen Punkte hier, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Das ist ja so heller. Um den Körnerpunkt und zu ist es heller. Und da sieht man, dass der da dann auch gut aufgelegen hat. Wir haben hier ein 400er Schmirgelschleif. Findet ihr auf unserer Seite. Und dann müssen wir hier ganz vorsichtig den Sitz fertig schleifen. Wir körnen immer neben den alten Punkten oder dazwischen. Mit diesen Körnerpunkten sollte es reichen, aber zusätzlich werden wir ihn noch verkleben. Wir reinigen jetzt hier diese Buchsen, also die Aufnahmen, wo die Steckachsen reinkommen. Da gehe ich einfach mit dem Pinsel bei und ein bisschen Benzin.
So, wir ziehen jetzt das Lager auf. Dazu habe ich das alte Lager getrennt, hier eingeschnitten, damit ich das hier gut rauf und runter kriege, ja, damit ich hier was zum Klopfen habe und einen schönen Gegensatz habe. Natürlich vorher eben die Späne entfernt. Können wir so rum drauf klopfen, dass wir genau auf den inneren Ring klopfen. Da ziehen wir erstmal frische Handschuhe an. Bevor wir kleben, müssen wir das absolut fettfrei machen. Dafür nehme ich Aceton. Und trotzdem nehme ich nochmal Bremsenreiniger und einen sauberen Lappen. Auch dies hier richtig schön fettfrei machen. Eine ganz saubere Fläche legen. Ich habe hier den grünen Kleber. Jetzt füge ich hier ein bisschen drauf. Das muss ja nur so ein Film sein. Ah, Lager aufsetzen. Kamera richten. Lager aufsetzen, ist schon drauf. Kleinen Ring. Tristans Hammer. Komm her, Tris. Ist dran. So, das ist geklebt. Jetzt wollen wir den mal einlegen. Wir haben nach einiger Zeit das hier mal eingebaut. In Bauanleitung steht hier manchmal noch ein Abstandsring. Den haben wir hier nicht drin, da wäre hier auch gar kein Platz für. Hier sind im Moment keine O-Ringe, nichts drin, damit wir mal eben gucken können. Aber wir können den auch nicht hin und her spielen. Wir können ein bisschen hoch und runter heben, ja. Aber das ist klar, weil wir hier noch keinen Deckel drauf haben. Aber der Axialspiel, den haben wir nicht, ja. Also, und er dreht sauber. So werden wir ihn zusammenbauen jetzt. Anziehen machen wir gleich erst alles. So. Diese hier, die haben wir geölt. Und rüberwechseln. Die haben wir geölt. Und jetzt setze ich den hier so drauf. Wir haben Dirko genommen zum Abdichten. Oh Mann, ey. Das ist alles so in Echtzeit. Bin ich auch immer bäh nervös. So. So. Also dies hier, das Ganze setzt sich ja nach unten runter. Deswegen ziehe ich die immer noch mal nach. Und es kommt immer noch. Ein kleines Stück kommt noch. Aber jetzt ist er ganz unten. Ja, das hängt damit zusammen, dass der hier ja das auch rausdrücken muss. Ne? So ein bisschen. Aber das hat er jetzt wohl überall. So, dann können wir diese anziehen. Die kriegen das Gleiche. Nochmal drehen und dreht sich wunderbar. So, der Deckel ist wieder oben ab. Schön sieht er aus und fühlt sich auch so gut an. Da bin ich wieder. Abgedichtet haben wir hier mit diesem Dirko. Ja, Dirko, damit haben wir abgedichtet. Aber wir hätten sonst auch Holimar genommen. Damit haben wir früher schon Getriebehälften abgedichtet. Ich glaube, das ist noch besser. Das ist nicht auf Silikonbasis. Das haben wir zu spät bekommen. Und somit haben wir das hiermit abgedichtet. Ja, die beiden Dinge sind soweit gut. Auch diese Bürste ist gut. Und diese Sachen, was mit Bremsenreiniger auch viel sauber gemacht,
Diese Sachen findet ihr bei uns auf der Internetseite. Wenn ihr hier oben, da oben den Link drückt, dann landet ihr auf die Sachen, womit wir immer arbeiten, sind Affinion-Links. Wir werden bisher am Umsatz beteiligt. Wäre total nett, wenn ihr darüber einkaufen würdet. Ja, wir zeigen euch das hier nochmal eben direkt mit den Klicks, wie man dann da hinkommt. Und wenn ihr da anklickt, ja, dann seid ihr bei Amazon. Am Rande bemerkt, ja, das war's. Weiter geht's mit dem Film, ja. Jetzt ziehen wir hier vorsichtig mit der Klinge die alte Dichtung runter. Das geht eigentlich immer ganz gut. Da haben wir sie schon. Ja, das arbeiten wir auf. Den waschen wir jetzt ab im Pott. Ja. Und danach abtrocknen. Jetzt kommt gerade die Kathi um die Ecke, wo ich hier am Schleifen bin. Ich habe auch noch was zu schleifen. Und komm mal her, Kathi. Lasko ist natürlich auch dabei, aber zeig mal. Kathi hat nämlich eine Kaffeemaschine und meint, die soll auch nicht so shatterig aussehen. Aber wir müssen erstmal die Position wechseln, damit wir ein bisschen heller sind hier. So. Das ist eine Espresso-Kanne. Die habe ich von meinem Bruder zum Geburtstag bekommen. Eine alte Espresso-Kanne aus den 30er Jahren. Okay, ich halte die mal so ein bisschen in die Kamera. Eine Espresso-Kanne aus den 30er Jahren. Okay. Hier ist der Deckel. Ja. Da kommt der Espresso raus. Okay. Da ist aber ein Druckventil. Genau, also auf der anderen Seite. Ne? Und dann, das habe ich auch schon gesäubert, aber drin, da ist jetzt noch Wasser drin. Da ist immer noch Wasser drin. Ja, aber von drinnen sieht die ein bisschen. Jetzt habe ich alles schon mal sauber gemacht. Macht ja nichts. Gib mal einen Mundschutz, ist ja Corona. Ja. Ich habe einen hier. Meine Herren. Mütze auf. Sonst bleibt nichts. Bei dem Rückfahrscheinwerfer, das ist der Rückfahrlicht, für Rückfahrlicht der Schalter. Der befindet sich hier und hier sind drei Kugeln drin. Ich habe jetzt mal eine rausgeholt. Ja, die sitzen hier drin in diesen drei Löchern und hier ist die Schraube, hier ist das Plättchen, was drauf liegt. Und die muss hier wieder rein, da in dieses Löchli. Zack. Soll sie da auch ganz drin verschwinden. Das tut sie noch nicht. Dann kommen die Federn da drauf. Zack. So, die kommen da drauf, diese kleinen Federn. Und ja, ich mache da von oben schon Tropfen Öl rein. So, eben kleinen Schubsöl, kleinen Tropfen. Das reicht. Nur, dass sie schon mal so eine Grundölung haben. Nur einen kleinen Tropfen, ja. Ja, wir haben hier so einen Getriebedichtsatz bestellt. Da brauchen wir diesen O-Ring brauchen wir nicht. Die große Dichtung brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eigentlich nur zwei Dichtungen, weil wir ja noch nicht so ganz schlüssig waren, ob wir das große zerlegen. Zack, fest. Fest. So, Papierdichtung ist schön zwischen. Kann nichts mehr passieren. Wunderbar. So, jetzt wollen wir mal über den Zustand des Getriebes reden. Wir haben ein sehr gutes Geräusch. Man kann hier irgendwie zwischen messen, aber das habe ich noch nicht verstanden, wie das gehen soll. Wenn ich hier messe, da sollen irgendwie mindestens 0,6 anliegen, aber ich kann hier auch locker 0,9 zwischenschieben, ja. Aber ich weiß nicht, welcher Ring gemeint ist genau. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden mit diesen Lagern. Also hier ist jede Menge Luft. Ja, der Zustand des Getriebes. Einmal hier vorne an der Welle, an der Hauptwelle, ja, die zur Kupplung geht. An dieser Welle haben wir weder so Spiel, noch hoch und runter Spiel, noch vor und zurück. Also die sitzt sauber und bewegt sich auch ohne Knubbeln und Knucksen und Knacksen. So, des Weiteren haben wir, wo die Antriebswellen eingesteckt werden, haben wir kein Spiel nach links und rechts, auch nicht hoch und runter. Das haben wir uns von innen angeguckt. Das ist alles soweit okay für uns. Ja, wir können ja nur mal von uns reden. Hier oben, auch dieser ist gut gelagert, können wir hoch und runter ziehen, können links und rechts vor und zurück, bewerken wir nichts.
Und das ist ja für unseren Ausrücklager. Hier, da bewegt er sich ja, ne? Schauen wir uns diesen noch an. Das ist unser Schalthebel, den können wir auch minimal hin und her bewegen. Ja, und der geht ja auch runter und wir sehen auch hier, der sieht soweit gut aus, ja. Da sind keine Einlaufspuren drin, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind keine Einlaufspuren, also minimal, ja. Aber nichts Gravierendes. Das ist alles gut hier. Ja. Hier haben wir nochmal die Schaltelemente, da können wir also durchgucken. Und der hier, der hat hier auch Spiel. Aber ja. Ja, nachdem wir das jetzt hier alles gereinigt haben, wischen wir das nochmal mit Nitro ab, kommt unsere Dichtung drauf. Diese ganzen Dichtflächen, ja, glänzt und spiegelt. Nicht ganz so extrem wie bei dem anderen, wo wir es noch so ungefähr plan geschliffen haben. Federringe genommen nochmal. Wie gesagt, vielleicht braucht man keine Federringe, aber schaden tut's nicht. So, immer schön gegenüberliegend. Da hat man ja immer einen enormen Hebel mit den Apparaten, ne? Das muss man echt sagen, da muss man echt vorsichtig sein. Hier oben, da ist so eine Gravierung drin. Das ist ein 2HE99 Getriebe. Wir hatten hier auch ein Kunststoffteil, was sonst nicht drin war. Wir haben den Spiel überall kontrolliert. Mit dem Nachmessen, ja, weiß ich nicht, konnten wir nicht sagen. Hier an dieser Welle, da haben wir rumgerackelt, ja. Ja, voller Schmiere, ist klar. Aber ja, wir konnten sonst nicht so weit feststellen, was jetzt hier irgendwie... wir hoffen, dass es einfach läuft. Ne? Also, die ganze Getriebekammer hier, wenn jetzt hier irgendwas mehr gewackelt hätte, ja, dann hätten wir auch das Getriebe hier drin noch zerlegt. Aber auch hier der Schalthebel hier oben, das machte auf uns alles einen guten Eindruck. Wir sind ja zum Schluss auch nochmal gefahren mit dem Wagen. Machte auch soweit gut. Also infolgedessen haben wir das alles zusammengelassen. Hier haben wir reingeguckt. Hier haben wir auch einen Verschleiß der Lager festgestellt. Das haben wir natürlich auch behoben. Ihr habt es gesehen. Ja, lange genug gesabbelt. Jetzt kann das Getriebe vor dem Motor. Und da ist Ingo aber im Moment noch bei dem Schwungrad, bei der Schwungscheibe. Wir haben da keine neue gekriegt. Diese Schwungscheiben zu kriegen für diese 95 PS Motoren ist wohl wirklich schwierig. Aber wir haben ja alles soweit vorbereitet und ich denke, als nächstes kommt der Wagen rüber, das Wohnmobil, und dann geht der Motor raus. Ne? Und wir hoffen, ihr seid dabei. Und wenn ihr auch so ein Schremper-T-Shirt hier haben wollt, ne, die könnt ihr bei uns bestellen. Da sind auch wieder ein paar Bestellungen reingegangen. Und vor allem, wir können bald reisen. Bald geht's los. Corona ist nicht vorbei, aber Corona hat so weit gelockert, also die Regierung hat so weit gelockert, dass wir innerhalb von Deutschland reisen können und dass wir auch demnächst, schätze ich, Frankreich, Holland, Dänemark und so weiter, die anderen Bundesländer, die anderen Länder noch sind ja, es sind ja keine Bundesländer, dass wir diese anderen Länder dann auch bald bereisen können mit dem Wohnmobil, und das ist doch ganz klasse. Ja, wir sagen tschüss, schönes Wochenende und schaltet wieder ein, wenn es da heißt, wir gehen ins Detail, ihr seid dabei und Schremper sein ist nicht schwer. Ne? Auf geht's, tschüssi.